Willkommen zurück zu Let's Play Lufian Photos of Doom, wo wir uns auf der Suche nach der lilanen Echse befinden. In der Höhle, in der wir schon mal waren, als wir die Stadt gesucht haben. Waren wir hier schon mal drin? Hier ist auf jeden Fall ein Warpfeld. Und damit kommen wir hier zu den zwei Truhen. Mit Power Gourd und Purple Newt. Ist das jetzt schon das Ding? Ist es tatsächlich jetzt schon? Ja, ist es. Das ist interessant, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das Ding so schnell finden. Gut, okay. Oh, was sind wir denn jetzt? Ah, jetzt sind wir wieder hier am Start. Alles klar. Dann probiere ich das doch gleich mal aus. Mal den Schalter zu drücken. Nach oben wieder. Um einfach nur zu sehen, ob da jetzt eine Tür zu ist oder ob uns das Warpfeld vielleicht doch noch irgendwo anders hinbringt. Ich werde es ja sehen. Und außerdem ist da unten ja noch die eine Tür gewesen, die ganz links war. Vielleicht ist da ja auch noch was drin. Und eine Abkürzung zum Ausgang brauchen wir nicht. Wir haben ja Escape. Ah, das wäre doch dann mal echt eine angenehme kleine Höhle gewesen. Carbo Shield, ich glaube, das haben wir, oder? Ne, wir haben Tower Shield. Und das Carbo Shield ist besser. Na, geht doch, das Gegner was Gescheites droppen. Man muss ja nun mal wirklich fragen. So. Oh, ein kritischer Treffer. 313, nicht schlecht. So. Aguru wird das schaffen, genau. Und ihr kümmert euch um den letzten Verbliebenen. Alles klar, gut. So. Sind wir jetzt hier die Tür jetzt zu? Ne, ist sie nicht. Auf jeden Fall ist drüben auch noch eine Tür. Mit einer Treppe. Die uns zu einer leeren Kiste führt. Warum auch immer? Waren wir schon mal vielleicht? Sind wir schon mal so weit runtergegangen hier drin? Ich dachte eigentlich nicht, also ich suche hier Float. Das finde ich aber nur unter Magie. So. Hier ist noch was Grilled Newt. Ah, hier ist sogar noch was. Grilled Newt. Grilled Newt. Miracle. Oh, einiges versteckt hier. So. Einer wird überleben. Das lässt sich aber nicht ändern. Aber wollen wir hoffen, dass die uns vielleicht nochmal ein Schild droppen. Das wäre ganz nett. Können wir auch Aguru besten nochmal ausrüsten. Damit er eben nicht mehr so viel Schaden nimmt, wie er das momentan tut. Erstmal wieder heilen. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei der Portion echt sehr, sehr hoch. Vor allem, wie gesagt, man verbraucht vielleicht 20 Portionen oder sowas, vielleicht ein bisschen mehr pro Kampf, wenn man sich wirklich nach jedem Kampf heilt. Aber man bekommt halt auch pro Kampf genug Geld, um sich wieder mehr als 20 Portionen zu kaufen. Insofern ist das, glaube ich, gar echt ganz gut. So, okay, dann schauen wir mal, ob wir jetzt wirklich woanders hingebracht werden. Sieht zumindest so aus. Ich hätte vielleicht doch erst mit Aguru noch den Salamander angreifen sollen, bevor ich mich um die Trolle mache. Weil auch wenn die Trolle etwas mehr aushalten und einen recht starken Angriff haben. Es ist doch der Zauber vom Salamander, die Flame, ziemlich gefährlich.
Also solange nur Protect einsetzt, geht's, ja. Aber da kommt schon der Flame. Und der zieht Aggro über 70 ab. Und Jaren auch. Oder? Ne, nur 43. Jaren ist total komisch. Mal verliert richtig viel durch die Zauber, mal nur genauso wenig wie Lucia. Und ich habe Fake gelernt, was auch immer das ist. Gleich mal gucken. Ah, erhöht Agilität. Ich glaube, das könnte ganz lustig sein. Das kann ich, glaube ich, des Öfteren mal einsetzen. Weil, so wie ich das mitkriege, ist es doch ganz lustig, nur Agilität zu haben. Da kann man doch öfters noch mal hintereinander angreifen auch. So, wo sind wir? Wir sind trotzdem wieder hier. Das heißt, dieser Schalter macht nur diesen Zwischenstopp bei der Purple Newt. Das heißt, jetzt können wir hier raus. Und brauchen nicht mal ein Escape. Gut. Das heißt, jetzt... Warp. Nach Lüden. So, da suchen wir jetzt den Chefkoch. Das war, glaube ich, der da unten drin. Aber gehen erstmal kurz schlafen. Und von unserer strapazreichen Höhlenforschung zu erholen. So. Und hallo, Typi. Nee, du warst du das? Ja, du warst das. Ich möchte die Purple New, die sehr weit unten. Blablabla. Ja, die haben wir doch. Müssen wir erst zum König. Wir müssen diese Aktion erst triggern. Auslösen. Dass wir jetzt hier mit dem Typen sprechen können. Denn ich vermute mal nicht, dass es noch eine andere Purple Newt gibt. Ah, Herat. In die Richtung. Nach oben. Weiter nach oben. Weiter nach oben. Und hier rein. Alles, was ich in letzter Zeit gegessen habe, schmeckt ekelhaft. Ich würde Juwelen für köstliches Essen geben. Ist auch sehr spezielles Essen. Muss jetzt erst den Koch suchen. Ja, hier war der Koch bestimmt nicht. Der Koch hier. Da ist der Koch. Bitte sag mir, wenn du irgendwelche guten Zutaten kennst. Naja, ich habe die Purple Newt. Was soll ich denn jetzt machen? Gott. Muss jetzt erst mit irgendwem reden. Ja. Ja schon, mit dem Typen habe ich aber auch geredet, aber der hat mir ja nichts gesagt. Der Typ pennt. Ah, was mache ich denn jetzt? Da muss doch irgendwas sein, womit ich den Typen zufriedenstellen kann. Die Schatzkammer, da werde ich noch nicht reingelassen. Ich muss dem erstmal das Essen geben, irgendwie. So, nun muss ich doch nochmal nach Lüden dort alle ansprechen. Hier war nichts mehr da. Hier habe ich schon mit allen geredet. Oder gibt es hier jetzt noch irgendeinen? Nee. So, was sagst du mir hier? Lüdens Wizard of Taste. Ja, okay. Hast du noch irgendwas? Hm. Gute Frage. Mir wurde zwar gesagt, dass ich das finden soll. Und auch wo? Und wer war das, der mir das gesagt hat? Und muss ich jetzt wieder mit dem reden?
da wie jetzt. Das Ganze ist gerade hier, könnte ich in einer schlechten Form. Okay. Steht hier noch irgendwo einer rum? Du? Da sind wir, was sagst du? Die sagen aber jetzt nach Lüden zurück. Der Koch. War ich schon mal in deinen Schränken? Nein, war ich nicht. Dann schauen wir doch mal. Okay, also nochmal nach Lüden dort mit allen reden. Nicht nur mit dem Typen, der dieses Ding sucht. Ich habe ja nun definitiv diese Purple Newt. Die lila Echse. Mehr als eine lila Echse kann ich ja nicht mitreden. So. Du sagst nichts. Der sagt auch nichts. Kann ich dir nicht mal hier jemand mit Autorität sehen? Ja, du vielleicht. Rapsack, gute Items, das glaube ich euch irgendwie nicht. So, weg, 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 weg. Die Smokewalls habe ich mir ja gekauft. Ist zum Abhauen. Wieder etwas, was ich vergessen hatte. Gut. Richtig vielleicht. Auch nicht. Ist der vielleicht da unten irgendwo? Hier vielleicht. Unser Master ist zurückgekehrt, aber er konnte nichts finden. Ah ja, okay. Was? König Herat sagt, er möchte etwas zu essen? Nun, das ist der König, den ich kenne. Kennst du König Herat? Er ist berühmt für seinen Appetit. Er hat so gut wie alles gegessen, was ich gemacht habe. Ist da irgendwas, was ihm in letzter Zeit überrascht hat? Nun ja, da ist etwas. Aber es ist nicht wirklich ein... was zu essen oder ja, was auch immer Tisch ist. Bei Tisch weiß ich immer nicht, was ist. Ist das einfach nur was zu essen oder eine Nebenspeise oder was weiß ich. Ja, das habe ich jetzt nicht gelesen. Es ist ein Geschmacksrichtung. Ein Zauber ist auf ihm, liegt auf ihm. Das ist, warum alles Essen besser schmeckt. Fantastisch. Spring nicht zu eiligen Schlüssen. Du denkst, das ist gut, aber das ist nicht das heißt nicht, dass es gut ist. Also sagst, selbst Gerichte, jeder hasst, würden eigentlich gut schmecken, richtig? Richtig. Aber das ist unglaublich. Warum machst du so eine Sache? Es war eigentlich für Notfälle, wenn du es... wenn du es benutzt, wenn da nichts zu essen ist. Hunger. Ja, Vermin. Missernten vielleicht, keine Ahnung, sowas in der Richtung. Ich sehe, ich denke, es hat einige Nutzen. Ich sympathisiere mit den Leuten. Der Appetit des Königs ist sehr untolerabel geworden, also man kann nicht mehr tolerieren. Solche Geschmäcker sind echt teuer, oder nicht? Es ist mir eigentlich gar nicht etwas haben. Um euch die Wahrheit zu sagen, habe ich es nicht wirklich fertig gemacht. Ich brauche eine Purple Newt. Ich hörte, man kann sie in einer Höhle östlich von Herat finden. Ich bin dorthin gegangen, aber ich habe keine gefunden. Ich könnte es fertig machen, wenn ich eine Purple Newt hätte. Tut mir leid, aber ich habe eine. Jo. Was? Seid ihr sicher? Das ist wunderbar. Warte genau hier. Okay, dann hätten wir von ihm jetzt wahrscheinlich die Aufgabe eigentlich erst gekriegt. Okay, nimm das. Ich garantiere, das wird den König Herat zufrieden stellen. Wir kriegen eine Magic Flavor. Gut. Hätten wir das doch endlich hinter uns.
So, und das auch recht pünktlich. So, dass wir aus dem Dorf noch schnell raus können. Weil sonst der Opa nicht den Weg versperrt. La. Fresh Graden würde da sowieso Mario jetzt machen. So. 10 Sekunden reichen, um mich zu warpen. Komm schon. Streng dich an. Zack. Und damit beenden wir den Part von Let's Play Lufia für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.